Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Tomb Raider 1, liebe YouTuber und YouTuberinnen. Ja, heute ist bei mir ein Freund, ein alter Freund sozusagen. Hallo. Und er heißt Minter, das wird ein bisschen verrückt. Und wir haben uns damals im Kindergarten kennengelernt, als er ja irgendwie in den Kindergarten kam. Und dann war er eben alleine und ihr könnt euch ja dann vorstellen, was dann passiert ist. Genau. Ja, und nachher kommt noch eine andere Freundin, die kenne ich seit der ersten Klasse, aber jetzt spielen wir erstmal ein uraltes Spiel von 1996 auf der PlayStation 1, ihr wisst ja schon. Wir befinden uns hier in der Zisterne im 7. von 15. Level dieses Spiels. Und ja, also er wollte ein bisschen mitkommentieren und er ist eigentlich sehr verrückt, aber er kann auch sehr schüchtern sein. Also wir werden mal abwarten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und wir sind in meinem Hass-Level. Ich hasse dieses Level. Du hast das? Ich kann dir erstmal alles erklären. Okay. Also das ist das Menü, das ist das Inventar. Wir haben einen Kompass, den wir nicht brauchen. Wir haben die Pistolen, wir haben die Schrotflinte und wir haben die Magnums. Und wir finden auch noch die UCs, aber die haben wir noch nicht. Was sind Magnums? Das ist eine Waffe. Ach Die so. ist cool. Dann haben wir Medipacks. Ich habe wahnsinnig viele. 27 kleine. Also die kleinen Medipacks füllen die Hälfte der Lebensenergie auf. Die ist hier oben, also die ist gerade voll. Das heißt, wir haben gerade volles Leben. Ihr geht's also gut. Und falls aber ihr Leben mal ganz kritisch sein sollte, müssen wir gleich ein großes geben. Und ich bin sehr, sehr sparsam. Und das ist, wie gesagt, mein Hasslevel. Die Zisterne ist ein unterirdischer Wasserspeicher. Also ein unterirdischer Wasserspeicher, ich weiß nicht, was das ist. Da wird irgendwie Wasser gespeichert. Und man kann den Wasserdruck irgendwie hochstellen. Also das Wasser irgendwie hier oben auch ist. Und ich habe das Level schon ein paar Mal gespielt. Und ich hasse es. Ich hasse es. Ja, und das Blaue, was du da siehst, das so blinkt, das ist ein Speicherkristall. Da kann man abspeichern, wenn man hier leider nicht unendlich speichern kann. Leider Gottes. Leider Gottes. Ich habe mir gefragt, heißt das eigentlich Tomb Raider oder Tomb Raider? Ja, also ich habe früher auch immer Tomb Raider gesagt, aber eigentlich heißt es Tomb Tomb. Raider. Tomb. Und es heißt so viel wie Grabräuber. Finde Und ich gut. Lara, es ist Lara Croft und sie sucht eben nach Artefakten und ist sozusagen eine Archäologin. Jetzt haben wir in den 2 Minuten schon wieder sehr viel gelabert und Zwei nicht Minuten erreicht. schon? Ja. Was? Und 14 Minuten wird das dann insgesamt gehen, eine Folge, weil ich ja nicht über 15 Minuten aufnehmen darf. So. Ich. Das darf man, da muss man irgendwie Antrag stellen. Ich weiß nicht, wie das geht. Kostet das Geld? Nö. Aber da musst du irgendwie gut auf YouTube sein, keine Ahnung. Und Ja. ich bin nicht gut. Ich hab doch erst. Irgendwie ist alles sehr stark verpixelt. Ja. Wieder gespielt ist uralt. Ich habe jetzt noch das andere Spiel. Moment, das ist hier. Das spielen wir dann nachher. Das ist dann der vierte Teil. Achso. Der ist dann schon nicht mehr so verpixelt. Und er ist sehr alt. Schon. Sehr alt. Ob ich das heute noch hochlade, keine Ahnung. Und du Ich hörst ja, komme also die nicht. ganzen Geräusche sind echt furchtbar, aber ich spiele es trotzdem gerne. Ich habe schon die ganzen Level schon zweimal durchgespielt oder so. Aber ich liebe ja Ägypten. Also hier gibt es noch einen Ägypten-Part Ja. sozusagen. Und der ist eben voll cool. Ey, die dir so spitze Ja, das wollte ich dir auch noch Muskeln. zeigen. Das sieht man, nachher zeige ich dir das mal genauer, wenn wir gleich ein Geheimnis holen. Also Geheimnisse sind versteckte Dinge, die man hier eben halt finden kann. Und wir haben gerade einen Schlüssel aufgehoben. Wie heißt denn der Schlüssel? Rostiger Schlüssel. Wer weiß, wie lange er da schon gelegen hat, dass er rostig geworden ist. Schöner Name. Ja, das ist wahrscheinlich die blödeste Folge, die ich hier gemacht habe, aber mein Gott, es muss ja auch irgendwie ein bisschen verrückt sein. Also, wir haben einen Schlüssel gefunden und wir müssen noch einen finden. Die Schlüssel müssen wir da hinten einsetzen. Siehst du da hinten diese Türen, diese goldenen Türen da hinten? Oh, ach da, ja. Ja, da. Also, übrigens, also wir kommentieren uns jetzt nicht über Skype oder so, also er sitzt wirklich neben mir. Hallo. Wo war jetzt der andere Schlüssel? Oh, jetzt kommt ein Freund. Also, ich muss mir was erklären. Es gab hier einen Larsen, der hat uns im vierten Level genervt und wir haben ihn abgeschossen. Und Larsen hat einen Freund. Und der nervt uns jetzt bis zum nächsten Level und schießt uns an. Und er verschwindet immer in irgendwelchen Ecken. Er verschwindet einfach in irgendwelchen Ecken. Das konnten sie damals nicht darstellen. Das ist das erste Sp Er kommt gleich, nicht erschrecken. Lassen. Wir müssen hier ein bisschen rumspringen. Hallo? Sieht sehr real aus. Ja, also, Lara spielt auch irgendwie. Warum haust du schon ab? Sonst hast du mich immer viel länger angeballert. Mann, das ist viel dämlich, ey. So, hier können wir den Wasserdruck verändern an dem Ja. Schalter. Ich würde dir aber jetzt nicht raten, den gleich umzuändern, weil das dämlich ist, die Idee. Die ist einfach nur dämlich, weil dann ist irgendwie das ganze Spiel verbuggt. Weißt du, was ein Bug ist? Ja. Gut. Muss ich denn jetzt nochmal hin? Ach ja. Da war schon ein Medipack. Eigentlich hat man 30 kleine Medipacks, wie ich das hab, normalerweise erst, was weiß ich, wie. Wow. Die hat man irgendwie eigentlich erst in den letzten Levels. Und ich bin gerade mal bei der Hälfte erst fertig. Ein Medipack. Das ist heilig.
Und gleich kommt noch ein geheimes Geräusch. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, ich habe auch schon Entzugserscheinungen wahrscheinlich. Warte mal, das kommt gleich. Das sind ekelhafte Geräusche. Ja, und ihre komischen Brüste. Die siehst du gleich auch genau. Warte mal. Wir haben jetzt ein Geheimnis. Und wir haben jetzt gleich Gewehrmunition. Oh. Schrotflintenmunition. Oh. 3 Stück. Oh, ist das schön. Wow, 3. Ja, später Titten. Ja, zwar im zweiten Teil dann nicht mehr. Aber, also was sie kann, ist schon wahnsinnig. Ja? Also sie kann schon echt viel. Und das weitet sich natürlich immer weiter aus dann in den der nachfolgenden Teilen. Jetzt ist es gleich. 1. Oh. Guck mal. Spitz. Sie ist einfach nur spitz. Sieht aus wie ein Haus. Ich weiß. Wie ein Dach. Guck dir mal ihr Gesicht an. Wenn sie ballert, reißt sie ihren Mund auf. Guck mal, sie reißt ihren Mund auf. ja. Die besteht irgendwie auch nur noch aus 3 verschiedenen Steinen, finde ich. Also die ist so, sieht aus wie einander genäht irgendwie, keine Ahnung. Oh. Oh, wir haben Leben verloren. Ja, mein Gott. Naja, nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir den zweiten Schlüssel holen. Ja. Minna guckt auf die Kamera. Also, ich finde zurzeit den vierten Teil besser. Ich habe ihn bisher einmal durchgespielt und es gibt Millionen Level. Also nicht Millionen, aber es gibt den vierten Teil echt viele Level. Und den vierten Teil spielen wir nachher natürlich auch noch. Dann sitzen ja 3 Leute prinzipiell. Hier ist eine Ratte. Und dieses Geräusch. Puh. Ratte! Oh. Ratte! Können die dich töten? Nee, sie kann mich aber beißen. Ach, die sind Ratten. Ratte! Was hat die für Zähne? Alter Schwede. Eine Laborratte. Hallo. Die sieht aus wie das fette Mädchen von gestern. Ey, Maria hat mich gestern übrigens in der Cocktailbar alleine gelassen. Musste die letzten 1,5 Stunden abwaschen und Cocktails machen. Weißt du, was ich für einen Stress hatte? Waren gestern viele Gäste? Naja, es kam noch welche, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, denn wir hatten gestern eine kleine Party. Ja, eine Cup-Party, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Keine Ahnung, ich sag das jetzt hier einfach so ganz locker. Ja. Ja, also wir hatten eine kleine U16-Party und ich war Barkeeper und mir hat die Arbeit sehr viel Spaß gemacht. Meine Freundin hat mir leider nicht geholfen. Ich musste die ganze Arbeit in den letzten 1,5 Stunden alleine machen. Meine Freundin hatte die Tage, glaube ich. Sie hat ihre Tage. Genau, das ist eine gute Erklärung. Ratten? Was machen die? Ach ja, der ist also selber ehemalige Klasse von mir. Der ist 16. Und ich bin 13. Er hat irgendwie 3-mal irgendeine Klasse wiederholt. 3-mal? Ja, unfassbar, oder? Warum erzähle ich das? Ich habe ihn nicht mal mehr gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich will das doch gar nicht öffentlich in meiner Klasse rumsagen, dass ich irgendwie Let's Plays mache oder so. Weißt du, was da rauskommt am Ende? Irgendwie habe ich jetzt gar nichts mehr vom Spiel erzählt. Was haben wir eigentlich gemacht? 2 rostige Schlüssel. Oh, wir haben uns so rostigen Schlüssel. Rostig. Ich will jetzt nicht speichern, ich muss ihn nachher noch aufheben. Rostschlüssel, wie heißt denn Rost auf Englisch? Weißt du, wie Rost auf Englisch heißt? Rusty, oder? Rusty, ja. Key. Keine Ahnung. Rusty Key! Das ist immer. Rusty Key, so nenne ich mein Kind. Ich muss überlegen, weil ich den Wasserdruck nicht nach oben gestellt habe, muss ich jetzt mir irgendwie einen Weg. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee! Was? Ach, Gottes Willen. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so hier äußerst, Winton. So schüchtern, wie du manchmal bist. Was? Ich finde das gut. Ich habe mir schon gesagt, naja, was kommt denn da am Ende raus? Hm? Oh, ihre ekelhaften Geräusche. Ja, diese perversen Geräusche. Weiß ich, pervers, oder? Ja. Ich habe noch nie so über das Spiel rumgemeckert, aber lassen wir es mal. Ich muss mich jetzt hier langhangeln, nicht wahr? Ich nehme eine Abkürzung. Aber ich glaube, wenn ich so weit hochklettern würde, würde ich auch irgendwelche komischen sexistischen Geräusche machen. Ich glaube, die Entwickler des Spiels haben das. Ja, das ist Core Design und Eidos Interactive. Leider ab dem 6. Teil haben sie dann nicht mehr. Dann kamen andere. Es gibt jetzt schon 10 Teile davon. 10. Ich kann nur leider bis zum 5. Teil nur auf der PlayStation 1 spielen, was verständlich ist, weil dann, naja. Naja. Oh ja. Und auf jeden Fall gab es dann den 6. Teil und der war so verbuggt. Der war sowas von scheiße. Und dann haben sie sich gedacht, nee, also wir haben jetzt so einen Tiefschlag gemacht, wir hören jetzt wieder auf irgendwie. Nee, es war anders. Nee, die haben nach dem 5. Teil aufgehört und im 6. Teil kamen irgendwelche neuen Entwickler. Mhm. Und die haben so schlecht gemacht, dass sie das wieder abgegeben haben an Core Design und Eidos Interactive. Und dann haben sie das Video gemacht. Was ist das da unten? Da liegt irgendwas. Sperma. Ist das die Ratte? Sie hat rote Augen. Rot.
Naja. Gut gemacht. So, wir müssen jetzt in die erste Tür rein. Ich glaube, Pierre kommt schon wieder gleich. Wer heißt denn Pierre? Ja, das ist der, der uns gerade genervt hat. Ach so. Und Pierre ist Franzose. Vor allen Dingen. Ach, deswegen kommen auch doch noch die Ratten da. Warum sind die da? Das sind Kanalratten. Franzosen essen doch keine Ratten. Ich weiß, der verfolgt uns auch. Also der weiß nicht, in den letzten drei Leveln nervt der schon. Ich weiß nicht, der verfolgt uns wahrscheinlich die ganze Zeit. Franzosen halt. Und er verschwindet in irgendwelchen Ecken gleich. Und es kommt jetzt, glaube ich, ein Affe. Da hinten. King Kong. Also, es ist eigentlich, der zweite Teil ist ja mein Lieblingsteil. Den habe ich leider nicht, weil meine Schwester den Leipzig hat. Weil es auch ihr Lieblingsteil ist. Und auf jeden Fall, es sind da ganz viele menschliche Gegner. Und hier sind es eben Tiergegner, sage ich einfach mal jetzt. Und ihr wollt uns gleich wieder nerven. Wie sehen die Affen aus wie Steine? Ja, ich muss mal angucken. Wie gefällt dir das Spiel denn? Ja, bis jetzt ganz gut. leider nicht, den Brustkorb. Das sieht ja lecker aus. Lecker Fleisch. Fleisch. Ob ihr das nachher essen wird. Ich weiß ja nicht. Der kommt von dir, die hat auch nichts gegessen. In diesem ganzen Abenteuer hat die noch nichts gegessen. Unfassbar. Er müsste gleich irgendwo auftauchen schon wieder. Da ist er. Guck mal. Wo? Guck mal da. Da unten gleich. Hallo, ich hab dich gerade gesehen. Da. Hm? Er macht sich nicht mehr, dass wir ihn anschießen. Darf ich jetzt runtergehen? Kann er auch sterben? Ja, er stoppt im nächsten Level. Im nächsten Level stoppt er dann. Der verschwindet gleich in irgendeiner Ecke. Pass auf. Ich muss immer wegrennen, sonst verliere ich so viel Leben. Haut er jetzt ab? Guck mal. Ja. Da! Er ist in die Ecke gerannt. Wo ist er denn hin? Er ist ein Geist. Er ist weg. Oh, wir haben nur noch 2,5 Minuten. Dann kommt die zweite Folge und wir haben nichts erreicht. Doch, wir haben 2 Schlüssel gefunden. Schon 12 Minuten? Weil ich kenne mich ja, also ich kenne dieses Spiel in- und auswendig, weil ich schon so oft gespielt habe und es auch mein Lieblingsspiel ist, obwohl ihr natürlich die Grafik zu wünschen übrig lässt. Aber mein Gott, es ist von 1996. Was erwartet ihr? Ja, ich habe ja noch ein bisschen was auf Lager. Ja, so sie. Ich will da unten da ist eine Munition mitten in der Wand, aber ich komme da nicht ran. Ich will es auch nicht probieren. Ein großes Midi-Pack. Ja, und du kannst gerne öfters mal zu mir kommen. Irgendwann mal wieder. Vielleicht noch in der 6. Woche oder so. Mhm. Wenn du da bist, dann können wir das einfach mal machen. Oder auch mal irgendwann anders. Oder wir machen wirklich mal ein Projekt, wo wir die ganze Zeit zusammen sind oder so. Keine Ahnung. Ich will immer an die Munition. Ich komme da nie ran. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Deswegen probiere ich es jetzt nicht. So, da ist ein Krokodil. Was ist? Ah, ein Krokodil. Du hast es erkannt. Es sieht so verpixelt aus, aber du hast es erkannt. Sieht aus wie Brokkoli. Was mache ich da gerade? Oh. Schieß um das Brokkoli. Ich glaube, ich rolle. Jetzt? Ich werde mal dagegen kommen. Kann ich mal tot gehen? Ich habe gestern immer noch welche. Wo? Da. Ich glaube, die haben wahrscheinlich jetzt Millionen Jahre darauf gewartet, bis Lava hier mal kommt, weil das ist verloren. Wann ist denn hier schon mal irgendeiner? Hast du die schon mal gesehen? Was? Die Krokodile, also. Ah! Oh! Alter! Wollt ihr mich verkackeiern? Alter Schwede. Ist hier noch irgendwas? Bam! Oh mein Gott. Ah! Warum ist hier eine Ratte? Das Mikrofon wird total übersteuert gewesen sein jetzt. Das viel zu laut. Das macht man herzlich mal mit. So, wir haben 14 Minuten rum. Jetzt kommt gleich die zweite Folge des Spiels. Und dann machen wir den vierten Teil nach dieser Folge, die jetzt gleich kommen wird. Tschüss. Bis gleich.